Am 14. September fand in Güstrow ein Zukunftsdialog Lokal-TV statt. Die Staatskanzlei sowie die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern hatten zu dieser Veranstaltung eingeladen. Die Krisen der Zeit gehen auch an den regionalen TV-Sendern nicht spurlos vorbei. Aus diesem Grund diskutierten Vertreter der Branche, der Landespolitik und Partnerunternehmen, wie Konzepte für die Zukunft der Regionalsender aussehen könnten. Die Zukunft des lokalen Fernsehens ist tatsächlich bedroht. Also darum machen wir ja auch den Zukunftsdialog hier zusammen mit der Staatskanzlei, Medienanstalt und Staatskanzlei, weil viele Sender Schwierigkeiten haben, finanzielle, wirtschaftliche Schwierigkeiten durch die drei letzten Krisenjahre. Der Werbemarkt ist zusammengebrochen, es kommen immer weniger Einnahmen rein. Also das lokale Fernsehen ist bedroht, ist ernsthaft bedroht und das müssen wir heute diskutieren hier. Seit mehr als 20 Jahren gibt es lokale private Fernsehsender in Mecklenburg-Vorpommern. Sie bereichern die Medienlandschaft mit lokalen Themen und die Nähe zu den Menschen vor Ort. Patrick Dahlemann, Chef der Staatskanzlei, kann sich ein Land ohne regionale Berichterstattung nicht vorstellen. Lokales Fernsehen blickt im Detail hin, berichtet über das, was die Menschen vor Ort auch bewegt. Aber Lokal-TV hat auch Schwierigkeiten in Zeiten steigender Energiepreise, in steigenden Zeiten von Personalkosten und jetzt Lösungsansätze damit zu entwickeln, dass die Zukunft des Lokalfernsehens gesichert ist. Dafür wird dieser Tag sein und vor allem auch Kundinnen und Kunden adressieren. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier so volle Hütte hinter uns erleben. Das Lokal-TV stärkt das Heimatgefühl und bildet die Gesellschaft ab. Vom Ehrenamt im Verein bis zur Landespolitik. Außerdem ist regionale Berichterstattung ein Bollwerk gegen Desinformation. Mit diesem Zukunftsdialog richten wir uns natürlich ein Stück weit an die Politik, an unsere Partner, um einfach so aufzuzeigen, dass wir Unterstützung brauchen. Unterstützung brauchen für ein Grundrauschen aus Nachrichten, aus Berichterstattung, was wir gerne ausbauen wollen, intensivieren wollen. Ne? Wir wollen nicht immer nur ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Der Druck auf die lokalen Sender ist sehr hoch, sondern wir brauchen diese Unterstützung und wir glauben, wir können auch was leisten. In der Landeshauptstadt Schwerin wird das regionale Fernsehen TV Schwerin von Kommunalpolitik und Unternehmen geschätzt. Viele Menschen informieren sich über Bilder, über Videos und da ist es wichtig, dass die Kommune, dass das lokale Geschehen auch in den Bildern, in den Videos vorkommt. Also sie sind ja nicht nur linear unterwegs, sondern auch auf Abruf sozusagen, dass man sich die Videos im Nachhinein anschauen kann. Und dann geht es nicht nur um die Berichterstattung über die Kommunalpolitik, sondern auch um das ganze gesellschaftliche Leben, um Vereine, um Verbände, um Firmen. Die kommen im Lokalfernsehen vor und das stärkt den kommunalen Zusammenhalt und zeigt, was auf lokaler, auf kommunaler Ebene los ist. Das macht Sinn dann, wenn es ein guter Lokalsender sind. Wir erinnern uns ja vielleicht beide noch an die Anfangsphasen, wo nach dem dritten, vierten Anlauf, die alle nicht zu einer vernünftigen Struktur geführt haben, dann sozusagen wir uns auch darüber verständigt haben, dass man natürlich für eine solche Leistung auch bezahlen muss. Und das kann ja nicht so sein, dass der Lokalsender aller ZDF oder so ein gebührenfinanziertes Thema wird oder erstmal bei den Einzelhändlern im Ort das Geld dafür ansammelt. Am Ende des Zukunftsdialoges Lokal-TV stand fest, alle Akteure im Land wollen lokales Fernsehen erhalten und zukunftsfähig ausstatten. Dazu müssen Unternehmen, Kommunen, Politik und die Sender selbst einen Beitrag leisten.